Herzlich willkommen auf der Riggelsburg. Ja, ja, es ist wieder soweit. Am Samstag, dem 29. März, öffnet die stärkste Festung der Christenheit wieder ihre Pforten für alt und jung, für Besucher aus nah und fern. Aber schon im Vorfeld der Saisoneröffnung ist ein reges Treiben zu beobachten. Man nutzt einen sonnigen, aber stürmischen Frühlingstag dazu, den Burgweg, aber auch den allseits beliebten Klettersteig für den Besucherandrang auf Vordermann zu bringen. Mit Wickelbesen und Motorsäge bewaffnet finden sich zahlreiche freiwillige Helfer ein, um sich der guten Sache anzunehmen. Letzte Anweisungen dazu von Hochseilgartenbetreiber Charlie Forstner, dann setzt sich alles in Bewegung. Da können sich alle aufteilen. Mit Dankesworten von Prinz Emanuel von und zu Liechtenstein erfreuen sich alle bei Freibier und Hexengulasch in der Burgtaverne. Neu ist übrigens auch die Schaffung einer Drehtoranlage am Beginn des Burgweges. Eine 2-Euro-Münze verschafft den Zugang zur Burg zu jeder Tages- und Nachtzeit bis zur Burgtaverne und zu den Öffnungszeiten natürlich bis in die Burg. Die Einnahmen der Anlage dienen übrigens zukünftig auch der Erhaltung des Areals. Und somit wartet ein Burgareal nach bestem Frühjahrsputz auf seine Besucherschar ab Samstag, dem 29. März, auf der Riggelsburg.